Vor den Toren der linksrheinischen Stadt Erkelenz liegt das Fluggelände Kückhofen. Wenn an Wochenenden oder an Feiertagen Wetter und Flugbedingungen stimmen, herrscht hier reger Flugbetrieb. Dann ist auch der Turm in Kückhofen besetzt. Nicht von einem richtigen Fluglotsen, sondern es sind die Mitglieder des Vereins, die hier den Flugbetrieb betreuen und protokollieren. Hotel Papa, die 16 ist korrekt. QNH ist 1017. Papa Wolf. Ach, meine Ablösung. Alles klar? Alles klar. Welche besondere Vorkommnisse? Nee, nur jede Menge los. Naja, gut, da kann man mit leben. Was machst du jetzt? Fliegen. Ja, wünsche dir viel Spaß. Bisschen besser als dir. Okay, tschüss. Vielen Dank, tschüss. Um zu erfahren, wie Sicht und Wetter auf meiner gewünschten Flugroute sind, informiere ich mich über die aktuellen Flugwetterbedingungen. Die verschiedenen Farben stehen für entsprechende Sichtbedingungen. Hellblau bedeutet Charlie, das heißt mehr als 10 Kilometer Sicht und keine Wolken in meiner Flughöhe. Besser kann es nicht sein. Nun mache ich mich an die eigentliche Flugvorbereitung. Die Flugroute wird mit einem Strich auf der Karte markiert. Geplant ist ein Flug von Kückhofen über Düsseldorf nach Krefeld und wieder nach Hause. Allerdings sind wegen der Verkehrsluftfahrt Kurs und Flughöhe für uns nicht immer frei wählbar. In den Luftraum um den Flughafen Düsseldorf darf ich nur mit Genehmigung des dortigen Fluglotsen einfliegen. Für uns ist das immer etwas Besonderes, weil wir kleinen Piloten dann dort fliegen, wo sich die ganz großen Verkehrsmaschinen tummeln. Wenn überhaupt, darf ich nur an 4 Punkten in diese Kontrollzone einfliegen. Ich habe mich für den Punkt Sierra entschieden, zu erkennen an einer scharfen Rechtskurve des Rheins, die es zu finden gilt. Jetzt messe und notiere ich noch alle zu fliegenden Kurse. Auch über Flugkilometer, Flugdauer, Flughöhe und benötigten Sprit muss schon vor dem Start Klarheit herrschen. Zuletzt schreibe ich mir noch alle Sprechfunkfrequenzen heraus, die ich auf meiner Route benötige. Endlich fertig. Jetzt muss ich mich um mein Flugzeug kümmern. Alle Maschinen, die hier in Kückhofen stehen, sind ULs, also Ultraleichtflugzeuge. Sie sind heute keine fliegenden Campingstühle mit Rasenmähermotor mehr. Diese Mistral 53 erinnert vielleicht noch daran. Die ULs sind heute kleine, elegante Flugzeuge mit leistungsfähigen Viertaktmotoren. Ich fliege mit dieser C-42. Charlie 42 wird sie im Sprechfunk genannt. Und diese Chartermaschine mit dem Kennzeichen Delta Mike Papa Hotel Papa ist mein absoluter Lieblingsflieger. Eine C-42 hat ein Nettogewicht von ca. 280 Kilogramm und darf noch etwa 200 Kilogramm zuladen. Was die UL-Flugzeuge in Deutschland auszeichnet, ist ihr Rettungssystem. Fallschirme gibt es nämlich nicht für die Piloten, sondern für den gesamten Flieger, der im Notfall an ihm zur Erde schweben kann. Beim Herausschießen reißt er zwar den gesamten Rumpf auf, weil die Austrittsluke nicht am Schwerpunkt liegt, aber man soll immerhin unbeschadet landen. Auch ein UL-Pilot muss sich vor jedem Flug davon überzeugen, dass sein Flugzeug keine Schäden hat. Schäden an Propeller, Fahrwerk, Tragflächen oder Rumpf können beim letzten Flug entstanden sein. Es gibt übrigens auch UL-Flugzeuge,
die ihre Tanks in den Tragflächen haben. Der Außencheck ist abgeschlossen. Das sogenannte Kniebrett ist der Schreibtisch des Piloten mit Karten und den Fluginformationen. Der Griff für das Sicherungssystem, also für den Fallschirm, wird entsichert, sobald der Pilot mit dem Innencheck beginnt. Denn die Checkliste hängt am Sicherungsstift. Türen sind verriegelt. Der Chevron ist angezogen. So, Kraftstoffpumpe ein. Und die Zündkreisschalter ein. Der Sprechfunk steht auf der Kückhofener Frequenz. Aber ich raste schon mal die Frequenz des Düsseldorfer Towers vor. Der Transponder unterstützt die Radarerfassung. Mit der Frequenz 0021 wird bis zu einer Höhe von 5000 Fuß geflogen. Das GPS benutze ich weniger zur Orientierung als fast ausschließlich als Kompass, denn es zeigt mir meinen tatsächlichen Kurs über Land an. Weiter geht der Check mit der Überprüfung von Funktionen. Kückhofen Info, Delta Mike, Papa Hotel Papa, wie ist die Verständigung? Hotel Papa, die Verständigung ist 5. Der Motor hat 2 voneinander unabhängige Zündkreise, die beide getestet werden. Ruderkontrolle. Um 15 Grad geneigte Landeklappen sind Starthilfe. Der Höhenmesser wird dem aktuellen Luftdruck angepasst. Kückhofen liegt 300 Fuß hoch. Die Papa Hotel Papa rollt zur 1.6. Hotel Papa, die 1.6 ist korrekt. Das QNH ist 1.0.1.8. Wind 7,6 Knoten aus 1.2.4. Papa Hotel Papa, QNH 1.0.1.8. Papa, Name des Piloten und Zielort? Der Name des Piloten ist Neuber. Ziele sind CTR Düsseldorf und Krefeld. Die Hotel Papa rollt in die 1.6. Papa Hotel Papa, Start nach eigenem Ermessen. Keine Maschine in der Platzung. Gestartet wird mit Vollgas. Bei ca. 70 km pro Stunde hebt die Maschine ab. Dann muss im flachen Steigflug Fahrt aufgenommen werden. In etwa 150 Fuß Höhe werden die Klappen eingefahren. Bei 120 Stundenkilometern steige ich jetzt 3 Meter pro Sekunde. Hotel Papa verlässt die Platzrunde in östlicher Richtung. Papa, Hotel Papa, verstanden. Guten Flug. Ich nehme mit 76 Grad Kurs auf den Pflichtmeldepunkt Sierra. Gleich hinter unserem Fluggelände beginnt das riesige Loch des Braunkohlegebiets von Garzweiler. Egal wohin man fliegt, zur Orientierung muss sich jeder Pilot Sichtmerkmale suchen und mit der Karte vergleichen. Neben Fernsehtürmen sind vor allem Kraftwerke besonders gut geeignet, weil man deren Dampfausstoß selbst bei schlechten Sichtverhältnissen noch recht gut ausmachen kann. Auch Autobahnen und Autobahnkreuze sind sowohl in der Landschaft als auch auf der Karte gut zu erkennen. Ich habe Grevenbroich erreicht. Zeit für mich, vom Düsseldorfer Tower die Einfluggenehmigung in die Kontrollzone einzuholen. Auf der Düsseldorfer Frequenz bin ich. Dann also los. Düsseldorf Tower, Delta Mike, Papa Hotel Papa. Das fängt ja gut an. Ich soll warten, sagt der Fluglotse.
Warten heißt erst einmal weiterfliegen und hoffen, dass mich der Lotse nicht vergisst. Ich habe schon Dormagen erreicht, als der Lotse mich wieder ruft und ich ihm endlich sagen kann, was ich von ihm will. Delta Mike, Papa Hotel Papa, ultraleicht, Charlie 42, VFR, Position Dormagen, 1500 Fuß, erbitte Durchfluggenehmigung durch die Kontrollzone von Sierra nach November entlang des Rheins. Noch immer keine Einfluggenehmigung. Ich habe erst einmal einen sogenannten Squawk bekommen. Das ist eine Transponderfrequenz, die mich auf dem Radarschirm als helleren Punkt erscheinen lässt. So kann mich der Lotse am besten im Auge behalten. Während ich nun weiter auf meine Einfluggenehmigung warte, halte ich Ausschau nach dem Pflichtmeldepunkt Sierra und achte darauf, dass ich meine gemeldete Höhe von 1500 Fuß einhalte. Endlich habe ich meine Einfluggenehmigung. Und das ist Sierra, die enge Rechtskurve des Rheins. Ich melde dem Tower meinen Einflug und bin endlich in der Düsseldorfer Kontrollzone. Während ich die Aussicht auf die Landeshauptstadt genieße, lausche ich dem internationalen Sprechfunk. In Höhe der Oberkasseler Brücke bekomme ich die erhoffte Anweisung, den Rhein zu verlassen, Kurs auf den Tower zu nehmen und den Flughafen zu überqueren. Hier bin ich vor den großen landenden und startenden Flugzeugen sicher. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, mit so einer kleinen Maschine über so ein riesiges Flugfeld zu fliegen. Danach bestimmt der Rhein noch für kurze Zeit meinen Kurs. Dann habe ich die Kontrollzone wieder verlassen. Der Elfrater See ist mit seiner 2000 Meter Regattastrecke mit keinem anderen See zu verwechseln. Und der Krefelder Flugplatz liegt sozusagen gleich nebenan. Das Landen auf fremden Plätzen gehört zum Sammeln fliegerischer Erfahrung. Denn Landeanflug, Windverhältnisse und Piste sind überall anders. Außerdem muss auch ein Pilot ein Ziel haben. Im Krefelder Tower wird jeder Start und jede Landung im Computer genau erfasst. Meine auch. Mein erster Weg führt mich auf den Tower, um die Landegebühr zu bezahlen. Ich muss wohl für die Hotelpapa bezahlen. Ja, wo kommen Sie näher? Aus Kückhofen. Aus Kückhofen. Ja, 4 Euro kostet das. Jawohl, Dankeschön. Und dann guten Flug. Danke, ich freue mich darauf. Ich rolle zur Startbahn 2-4. Bei dem Grefrater Flugplatz habe ich zum letzten Mal meinen Kurs geändert. Von dem neuen Stadion in Mönchengladbach sind es nur noch 5 Minuten bis nach Hause. Ich bin wieder zurück. Unser Fluggelände in Kückhofen ist nicht groß und daher für Fremde vermutlich schwer zu finden. Und wenn immer ich hier lande, freue ich mich auf meinen nächsten Flug.